Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal bei Tough & Tiny. Ich bin Nicole und heute beschäftigen wir uns mal mit dem dekorativen Versäubern, Kräuseln und Biesennähen mit der W6 Overlock. Viel Spaß beim Video! Kommen wir jetzt zum Biesennähen. Ich fange deswegen mit dem Biesennähen an, damit ich euch den Umbau von der Maschine ersparen kann, denn sonst müsste ich jetzt für das dekorative Versäubern, womit es eigentlich in der Bedienungsanleitung weiterginge, erstmal wieder beide Nadeln einbauen und. Deswegen arbeiten wir uns jetzt von hinten nach vorne, also vom Biesennähen zum Kräuseln zum Versäubern. Wichtig beim Biesennähen ist, weil das Messer gleich runtergestellt wird, dass ihr auf diese beiden Markierungen achtet. Das ist ganz ausschlaggebend, damit ihr nicht die Maschine beim Biesennähen schrottet. Ihr müsst den Stoff, der soll gebügelt sein, und dann müsst ihr den an der rechten Markierung hier anlegen. Und dann näht ihr. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. So, dann stellen wir jetzt mal das Obermesser runter. Dafür drücken wir wieder hier diesen Knopf. Ich helfe mit dem Finger immer ein bisschen nach. Korrekterweise muss ich dazu sagen, ihr solltet die Maschine dafür ausschalten, um der Verletzungsgefahr vorzubeugen. So, der Rollsaumschieber bleibt auf R. Da ändern wir also jetzt nichts. Und, so, Obermesser bleibt unten. Dann kommen wir jetzt zu den Einstellungen an Nadelfaden und Ober- und Untergreiferfaden sowie am Differentialtransport. Den rechten Nadelfaden stellen wir auf 4, den Obergreiferfaden stellen wir auf 3 und der Untergreifer wird eingestellt zwischen 3 und 4. Also da in der Hälfte zwischen 3 und 4. Und die Stichlänge auf R. So, dann fangen wir jetzt mal an und machen eine Nähprobe. Der ungebügelte Stoff. Und beim Biesennähen, wie gesagt, ganz genau auf die Markierung achten. Ihr müsst jetzt wirklich ganz sauber hier auf diese Markierung achten, dass ihr dann dementsprechend da ansetzt und näht. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Also dieses Nähergebnis hier ist ja, um es mal gelinde auszudrücken, katastrophal. Dann habe ich mich gefragt, wieso sieht das so schäbig aus? Das kann ja nicht nur an der Fadenspannung liegen. Und siehe da, mir fällt auf, in der Bedienungsanleitung ist es, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, ein bisschen anders beschrieben oder aufgezeigt. Ihr müsst euch nämlich, und jetzt kommt's, Achtung, also seht ihr, eben habe ich auf diese beiden Markierungen hier hingewiesen. Und jetzt sehe ich aber, ich glaube, ich brauche eine Brille, es ist ein bisschen davor. Also quasi an der Maschine, würde ich sagen, sind das diese zwei schmalen, ja, wie soll ich denn sagen, Metallschienchen? Ich sage jetzt mal Metallschienchen, die damit gemeint sind. Ihr seht, ihr habt hier so drei Vertiefungen. Und diese, würde ich denken, die in der Mitte quasi, dürfte uns jetzt als Orientierung dienen für den gefalteten Stoff. Das heißt, wir legen praktisch beim Nähen so an und müssen halt auch schauen, dass wir da bleiben. Das Problem ist einfach, wenn ihr jetzt hier rüber kommt zu weit, dann verhakt sich das und dann brecht euch unter Umständen der Ober- oder Untergreifer, also dieses Ärmchen hier. Die können verbiegen oder brechen. Und das ist die große Gefahr dabei. Wir testen das jetzt und legen jetzt hier in der Mitte an. Noch weiter nach rechts rüber gehen, wird dann schon grenzwertig. Also spätestens an dem Punkt, wo das Messer quasi abschneiden würde, ist, sage ich mal, jetzt ganz salopp Schicht im Schacht. Dann probieren wir das jetzt mal ganz vorsichtig aus. Ich nähe nicht so schnell, oder versuche es zumindest.
Also das Ergebnis ist auf die Art und Weise schon im Großen und Ganzen schön. Die Fadenspannung muss noch ein bisschen nachjustiert werden. Wie gesagt, das ist auch immer ein bisschen von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Ihr seht, oder ich hoffe, ihr seht es, hier bei dem Untergreiferfaden müsste die Spannung, glaube ich, noch ein bisschen stärker werden, dass das fest, dass das bisschen Quatsch. Das ist der Obergreiferfaden. Und den würde ich jetzt einen Ticken erhöhen, damit die Spannung dann ein bisschen fester wird und das bisschen dichter anliegt. Ob ich jetzt die Biesen nicht doch lieber wieder wie gehabt mit der Nähmaschine nähen würde. Also ich glaube, ich bliebe lieber bei der Nähmaschine, weil mir die Gefahr, dass man da wirklich ein bisschen zu weit rüberkommt und ich mir die Overlock dabei im Biesennähen vermurkse, an für sich zu groß ist. Also alles in allem habe ich jetzt viele verschiedene Einstellungen hin und her probiert. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit der Owi, also mit der N454D, Biesen nähen wollen würde, dann würde ich mich definitiv von den Einstellungen her am gewöhnlichen Rollsaum orientieren. Also sprich die Nadelfadenspannung auf 4, den Obergreiferfaden auf 3 und den Untergreiferfaden auf 7 stellen. Denn ich finde, dass das eindeutig das schönste Nahtbild dann ergibt. Und das sieht folgendermaßen aus. Also hier seht ihr die Ansammlung meiner ganzen Nähproben und hier oben habe ich mich schlicht am Rollsaum orientiert. Ihr seht, die Fäden werden richtig schön auf die Stoffunterseite gezogen und ich finde, so ist das das beste Ergebnis. Würde mir persönlich am besten für die Biesen gefallen. Und deswegen würde ich, wenn ich das machen würde, das auch so bevorzugen. Zum Kräuseln muss die Maschine wieder komplett umgebaut werden und das mache ich jetzt mal fix. So, also wir brauchen unser Obermesser wieder. Zack, da ist es wieder oben. Wir brauchen beide Nadeln. Das heißt, ihr müsst nicht nur die linke lösen, sondern auch die rechte. Das mache ich jetzt mal. Bisschen locker drehen. Nicht so, dass sie rausfällt, also das versuche ich immer zu vermeiden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall bitte beide Nadeln ein wenig löst. So, vorsichtig einsetzen. So, genau. Dann beide Nadeln hochschieben. Jetzt ziehe ich die linke ein bisschen an und die rechte auch noch. Und dann ziehe ich die linke wieder noch ein bisschen an. Ja, geht nicht mehr, die ist schon fest. So. Bei der linken Nadel seht ihr hier oben, habt ihr so ein kleines Sichtfenster, sag ich mal. Da seht ihr die Spitze, also das Köpfchen von der linken Nadel und die rechte. Das Füßchen hier hoch. Ich stelle jetzt mal die Nadelfadenspannung überall auf 0. Dann kann ich nämlich hier an den Fäden ziehen und kann die hier hinten ein bisschen rausziehen. Na, irgendwo klemmt es. So, okay. Irgendwie erscheint mir die rechte Nadel ziemlich niedrig, deswegen löse ich die nochmal und versuche die noch ein bisschen höher zu schieben. Generell ist es so, dass die linke Nadel höher als die rechte sitzt. Sind auch beide fest. So. Ich schneide dann mal die Fäden hier hinten ab. Na, kommt mal her. Einmal so hoch. So kann ich sie alle schön rausziehen. Jawohl. Und dann fädeln wir
unseren rechten, nein, Quatsch, den linken Nadelfaden wieder ein. So. Pinzette. Fädchen ein bisschen feucht machen. Das ist immer hilfreich. Und vorsichtig einfädeln. So, zwischen dem Messer und dem Füßchen herlegen und nach hinten ziehen. So, das hätten wir jetzt schon mal. Dann den Rollsaumschieber wieder auf Standard. Das heißt, Messer runter, Messer wegklappen, dieses Messerdingsbums hier, die Schnittbreiteneinstellung verschieben, nach rechts. Auf Standard stellen, zurück. Dann haben wir hier die Zunge wieder vorne. Da ist sie. Vielleicht kann man es sehen. Und das Messer wieder hoch. So, bitte immer, wenn ihr am Messer rumstellt, denkt dran, dass ihr die Maschine ausmachen dürft, müsst, solltet, wegen der Verletzungsgefahr. Wenn ihr versehentlich aufs Fußpedal kommt und tretet los und habt das Messer da, dann könnt ihr euch damit schlimm in den Finger hacken. So, dann nehmen wir jetzt mal die Einstellungen zum Kräuseln vor, nämlich Nadelfäden auf 3, Ober- und Untergreiferfaden ebenfalls 3, hier neben die Stichlänge, oben ist die Stichlänge, zwischen 3 und 4. Ja, stell es mal auf diesen Punkt dazwischen. Und der Differentialtransport wird erhöht. Ich stelle ihn jetzt ruhig mal auf 2. Ich habe schon diverse Erfahrungswerte. Ihr könnt den Kräusel-Effekt sehr schön verstärken, indem ihr die Nadelfadenspannung verstärkt. Dann wird auch das Kräuseln, der Kräuseleffekt verstärkt. Ich zeige euch das erstmal, wenn es auf 3 ist. Das machen wir jetzt mal. Zuvor schneide ich aber mal gerade die Fäden hier ab, damit sich hier nichts verhuddelt. So. Gucken, dass hier die Fäden richtig liegen. Dann probieren wir das mal jetzt ganz vorsichtig. Aha, der Effekt ist aber ziemlich, ziemlich dürftig. Dann werden wir jetzt mal die Nadelfadenspannung erhöhen. Wir machen das mal hier auf 5. Und testen erneut. Ihr seht, mein Kräuseleffekt ist immer noch nicht so sehr stark. Müssen wir noch mal dran arbeiten. Ich stelle die Nadelfäden auf 7 und ich denke, ich werde auch den Differentialtransport noch ein wenig erhöhen, nämlich auf alles, was geht. So, und jetzt habe ich die Baumwolle nur noch einlagig. Ich denke, jetzt wird man einen starken Effekt sehen. So, und hier seht ihr Baumwolle einlagig gekräuselt. Und das ist wirklich schön gekräuselt. In aller Regel
so wie ich das kenne, wird der Stoff ohnehin nur einlagig gekräuselt. Also sprich, Jersey zum Beispiel einkräuseln, das können wir noch probieren, oder Baumwolle. Und um einen ganz derben Effekt zu haben, einen ganz starken Kräuseleffekt, stelle ich jetzt mal noch die Nadelfadenspannung auf 9. Also auch volle Kanone. Wir testen es erst noch mal kurz an Baumwolle. So viel Reste sind leider jetzt nicht mehr übrig. Schwupps, wunderbar gekräuselt. Das wäre schon, so würde ich mir das perfekt wünschen. An Jersey testen wir das auch mal eben schnell. Und wie ihr seht, der ist auch ganz doll gekräuselt. Herrlich. Also, meine Empfehlung, Nadelfadenspannung hoch auf 9, wenn ihr einen starken Kräuseleffekt braucht, zum Beispiel um etwas einzureihen. Und Differentialtransport auf 2, irgendwas, also über 2. Die höchste Einstellung. Für das dekorative Versäubern steht hier ganz explizit, man kann die 4- oder die 3-Fadennaht verwenden. Wir benutzen jetzt die 4-Fadennaht. Und für dekorative Effekte verwenden Sie Bauschgarn oder Knopflochgarn in der Stärke 30-3. Also Knopflochgarn in der Stärke habe ich definitiv nicht da, aber ich habe Bauschgarn. Ich weiß nicht, ob ihr das hier oben schon sehen könnt. Ich habe das eingefädelt. Mit dem Einfädeln gibt es Folgendes zu sagen. Ich habe angeknotet und vorsichtig durchgezogen. Auf der Seite 24 in eurer Bedienungsanleitung findet ihr nochmal eine konkrete Beschreibung darüber, wie man Bauschgarn einfädelt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Die Konen stehen hier unterschiedlich hoch. Das sind mega dicke Konen, die habe ich bei Amazon bestellt. Ich würde sagen, da sind so 5.000 bis 10.000 Meter drauf, ich weiß es nicht genau. Also ihr müsst schon aufpassen, dass die Konen nicht noch zu groß werden für die OW. Also ich glaube, mit der, das ist schon das Maximum. Die müssen schon unterschiedlich hoch sein, damit die sich nicht ins Gehege kommen. So, Bauschgarn ist drauf. Die Einstellungen zum dekorativen Versäubern stehen hier Nadelfaden auf 5 jeweils. Machen wir mal eben. Wie gesagt, zum Einfädeln habe ich alle Fadenspannungen auf 0 gestellt, damit ich das hier locker durchziehen kann. Denn sonst, wenn ihr Spannungen auf den Spannungsrädchen habt, könnte euch der Knoten aufgehen und dann seid ihr keinen Schritt weiter, dann fangt ihr wieder komplett von vorne an einzufädeln. Dann Obergreifer zwischen 2 und 3 und den Untergreifer auf 5. Dann machen wir jetzt mal eine Nähprobe und schauen uns mal an, wie das aussieht. Es steht noch dabei, dass das dekorative Versäubern für mittleren bis starken Stoff gedacht ist. Ich nehme jetzt die Baumwolle mal doppelt und wir gucken mal, wie das dann wird. Naja, vielleicht muss sie noch dicker sein. Ist ja noch nicht wirklich ein starker Stoff, denke ich. Also ihr seht schon hier an der Fadenraupe, dass das Bauschgarn viel, viel dicker ist. Schauen wir uns das Ergebnis an. Okay, ich habe jetzt eine Kurve genäht, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber so richtig überzeugt bin ich persönlich noch nicht. Also ich glaube, die Einstellung.
Also wenn das so W6 macht hier ja leider kein Bild dazu, wie das aussehen soll ganz konkret, ob das wirklich so sein soll, dass der Oberfaden auf die Unterseite gezogen werden soll, der Obergreifer. Aber wenn, dann wäre das so richtig, obwohl mir die Naht relativ unsauber erscheint. Also ich denke, ich würde von den Einstellungen her tendenziell eher auf das normale Nähen gehen. Also sprich, alles mal auf 3. Wir testen das mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Ja, vielleicht, ich lasse es hier jetzt mal auf 5. Mal gucken, wie es dann, das Nahtbild dann ausschaut. Also das funktioniert auch nicht wirklich gut. Also dekoratives Versäubern, wird, glaube ich, auch nicht mein Lieblingsthema. Also wie gesagt, bei dem dekorativen Versäubern, ich denke, ihr müsst einfach an den Einstellungen und mit dem Garn herumexperimentieren, bis ihr das Ergebnis habt, was ihr dafür haben wollt. Bei Baumwolle, so wie ich die jetzt habe, hier doppelt, funktioniert es jedenfalls nicht schön, wie ihr seht. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Videos. Ich denke, ich habe euch alles, was ich über die W6N454D weiß, erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Bis dann, eure Nicole.